Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns das Hooke'sche Gesetz an. Robert Hooke, leider kein Foto, ist für was ganz anderes erstmal sehr bekannt. Er konnte unfassbar gut zeichnen. Das da rechts ist kein Foto, das ist tatsächlich eine Zeichnung. Und Mikrographia war sein Werk, das ja letztendlich den Mikrokosmos eröffnet hat. Er hat ein Mikroskop gehabt, er war nicht der Erfinder des Mikroskops, aber er hatte die Eigenschaft, halt unfassbar gut zeichnen zu können. Und was er da gesehen hat, das hat er gezeichnet und in einem Buch Mikrographia entsprechend veröffentlicht. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist eben, dass es den Menschen den Mikrokosmos eröffnet hat. Das wirkte auf einige zu der Zeit etwas verstörend, weil man glaubte ja, die Krone der Schöpfung zu sein und dass da sozusagen noch eine weitere Welt existiert von, ich nenne es jetzt mal Kleinstlebewesen, die man halt mit bloßem Auge nicht sehen kann. Das war zu der Zeit schon weitestgehend unbekannt und ja, spannende Leistung, aber diesmal, jetzt gucken wir uns etwas anderes von ihm an. Und zwar diesen Versuchsaufbau, das sind eigentlich drei. Und zwar hat er untersucht, was passiert, wenn man ganz links guckt. Das ist ein Seil oder besser ein Draht, an dem sich ein Gewicht befindet und das kann man verdrillen. Das heißt, unten das Gewicht einfach drehen. Und dann hat er hier noch so eine ja, Feder, die so aufgewickelt ist und dann hat er nochmal eine ganz normale Spiralfeder da hängen. Und wir gucken uns jetzt hier in diesem Experiment die Spiralfeder genauer an. Schauen wir uns eine Feder an, beziehungsweise das Hooke'sche Gesetz. Dazu habe ich besagte Feder hier bereits aufgehängt. Hier habe ich das mal gerade genullt. Das ist ein Kraftmesser, der ist hier oben befestigt, das sieht man jetzt nicht. Der ist praktisch, der misst, welche Kraft an dem Haken, an dem die Feder befestigt ist, zieht. Sind in dem Fall jetzt, wenn ich richtig genullt habe, 0 Newton. Und hier unten ist ein Tellerchen, da kann ich Gewichte drauflegen. Und unter dem Tellerchen ist ein Maßstab. Der Maßstab ist entsprechend so befestigt, dass die Unterkante Tellerchen genau die 0 ergibt. So, dann habe ich Gewichte, 50 Gramm, zwei zusammen ist 100 Gramm, 100 Gramm ist ein Newton. Jetzt fragt man sich, wenn ich das schon weiß, wofür brauche ich dann den Kraftmesser? Naja, der Versuch geht dann noch ein bisschen weiter. Ihr werdet sehen, beziehungsweise du wirst sehen. So, jetzt probieren wir mal. Der erste Kumpane kommt hier dran. So, und jetzt müssten wir, nach dem, was ich eben gesagt habe, bei 0,5 Newton landen. Und wenn der hier nicht schon früher ausgeht, tatsächlich 0,5 Newton. Und hier unten habe ich 16,5 ungefähr. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich den zweiten hier dranhänge. Und ab dafür. Jetzt bin ich hier bei einem Newton. Gut, keine Überraschung. Und hier unten bin ich. Ja, so fast bei 33, sind eigentlich 32,8, aber sagen wir mal 33. Ja, was habe ich eben gesehen? Doppelte Kraft, doppelte Auslenkung. Das könnte ein proportionaler Zusammenhang sein. Und jetzt will ich noch mal was anderes probieren und dafür habe ich tatsächlich diesen Kraftsensor hier dran. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich nehme die Gewichte wieder weg. Und das Ganze ist jetzt bei 0.
Und jetzt werde ich eine Messung starten und versuchen, möglichst gleichmäßig da dran zu ziehen. Und dann müsste, wenn mir das gelingt, ich hier einen proportionalen Zusammenhang erkennen können. Und genau das probieren wir jetzt. Einmal hier drücken und okay. Hoppla. Das war nicht so geschickt. Probieren wir es nochmal. Und wenn man dafür, dass das relativ hemdsärmelig war, ist es eigentlich relativ gut gelungen. Wenn ich mir das, ich tue es noch ein bisschen näher an die Kamera, mal sehen, ob man das ohne Spiegelung sieht. Ja, war relativ hemdsärmelig, ja, ich weiß, aber richtig gut wäre es gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Motor dran gemacht hätte, der das richtig gleichmäßig verlängert hätte. Aber für das Prinzip reicht es eigentlich völlig. Ich habe also einen proportionalen Zusammenhang. Das heißt, je größer die Ausdehnung der Feder, umso größer ist auch die Kraft, die Feder sozusagen ausübt. Das ist ja immer, wenn das hier irgendwo ist, ein Kräftegleichgewicht. Die Kraft, mit der ich ziehe und die Kraft, mit der die Feder zurückzieht. Und beide Kräfte sind dann gleich groß. Jetzt könnte ich natürlich noch auf die Idee kommen, statt dieser Feder mal andere Federn zu probieren. Und genau das machen wir jetzt. So, diesmal mit zwei Federn. Die habe ich aneinander gehängt, weil die Kraft, mit denen ich daran ziehe, ist jeweils die gleiche. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, kann ich hier ablesen 2,5 Newton. Hier auf meiner Anzeige auch 2,5 Newton. Beziehungsweise, das muss ich die Anzeige mal ein bisschen drehen. So, 2,5 Newton. Und diese Feder hier ist einmal komplett gedehnt bis zum Anschlag. Und die hier oben ist nur zur Hälfte gedehnt. Das heißt, verschiedene Federn sind verschieden. Ist keine große Überraschung, aber was bedeutet das jetzt für meine Proportionalität? Proportional ist ja eine Ursprungsgerade. Eine Ursprungsgerade hat eine Steigung. Und damit ich praktisch dann ein Gleichzeichen schreiben kann, brauche ich diese Steigung. Und die hat physikalisch eine Bedeutung. Das ist die Proportionalitätskonstante. Und das ist das, was man hier Federhärte nennt. Das heißt, wenn ich mein Diagramm habe, habe ich auf der X-Achse meinen Weg, den ich gedehnt habe, auf der Y-Achse habe ich entsprechend die Kraft, ist immer das, was ich messe. Und Kraft durch Weg gibt in dem Fall die Federkonstante. Und man kann sich natürlich ausmalen, dass eine Feder, die ich nur ein bisschen dehnen kann, mit der gleichen Kraft, da habe ich natürlich eine größere Federhärte bzw. eine größere Steigung. Und ein angenehmer Nebeneffekt des Hooke'schen Gesetzes ist, weil das ja proportional ist, kann ich hier eine Skala draufschreiben und habe damit einen Kraftmesser. Und hier entsprechend genauso. Um das Experiment nochmal kurz zusammenzufassen, wir hatten eine Feder, ein Gewicht hat, sagen wir hier, vier Striche bedeutet und zwei Gewichte bedeuten acht Striche, also das Doppelte. Wenn ich das Ganze in ein Diagramm zeichne, sieht man einen proportionalen Zusammenhang. Das ist diese Ursprungsgerade hier. Dann
ist es leicht, f ist proportional s und damit ist das Hooke'sche Gesetz benannt. Jetzt wäre es natürlich noch schön, irgendwie eine Gleichung zu bekommen. Dazu berechne ich die Steigung, das ist der y durch den x-Abschnitt, also f durch s und das ist d. D ist die Federkonstante, die ist für jede Feder entsprechend anders. Und wenn ich das umstelle, erhalte ich f gleich d mal s und das ist im Prinzip das, was man sich merken muss. Hier haben wir nochmal das Diagramm. Diesmal interessieren wir uns für die Fläche unter dem Diagramm. Ist relativ einfach, ist ein Dreieck. Die Bedeutung dieser Fläche ist, dass es die Energie bzw. die Arbeit ist, die in der Feder gespeichert ist, wenn man sie entsprechend auseinanderzieht. Und das mache ich allerdings oberstufenmäßig, das heißt mit Vektoren und Integral. Das Minus kommt daher, minus ds, weil ich ziehe nach unten und die Kraft wirkt nach oben. Um das entsprechend auszugleichen, hier das Minus. Jetzt integrieren wir die Fläche, auch da wieder ein Minus. Das Minus kommt daher, dass man alles, was an Arbeit sozusagen in ein System gesteckt wird, minus gerechnet wird. Dann wird eingesetzt für f das minus ds, ich habe es hier s' genannt. Und ja, dann kann man erstmal das Minus, Minus hebt sich auf, das d ist eine Konstante, kann vor das Integral und dann wird s' integriert. Und das ist nichts anderes als ein halb s Quadrat und das d nicht vergessen, ein halb ds Quadrat, ja, ist genau die Formel eines Dreiecks. Und ja, ist die potenzielle Energie, die in der Feder dann gespeichert ist, je nachdem, wie weit ich sie eben gedehnt habe.